Alter, was geht ab, Leute? Hier. Neuer Monat, neuer Döner des Monats bei Hans Kebab. Aber davor gönnen wir uns hier noch Dubai-Schokoladen-Pfannkuchen. So, Leute, erste Bemerkung schon mal von Maria. Was hast du gesagt? Das ist kein Pancake, das ist ein Palatschinken. Dubai-Schokoladen-Palatschinken, kein Pancake. Aber da hat sie recht, das ist kein Pancake, Leute. Ich hasse meine Frisur. Warum? Weil der Friseur verkackt hat. Normal musst du das hier komplett und der hat es nicht richtig komplett. Und ich war erst vor kurzem Friseur, aber dadurch, dass er es schlecht geschnitten hat, sag ich mal, müsste ich jetzt eigentlich schon wieder gehen. Also der ist kalt, ehrlich gesagt. Ich frage mich, warum das so gedauert hat. Crunch ist da. Crunch ist am Start. Ja, ist tatsächlich. Vom Engelzer, ich weiß gerade gar nicht, wie der türkische Begriff lautet. Nee, dieses. Ja. An sich ziemlich geil. Könnte aber ein Ticken wärmer sein. Weil das könnte so auch aus dem Kühlschrank oder so kommen. Das war ja jetzt nicht frisch. Noch so leicht warm. Ihr wisst, Leute, weil da ist auch Eiscreme dabei. Das ist eigentlich nur immer, wenn das, was du bekommst, warm ist und dann schmilzt es so zusammen. Aber das, was wir bekommen haben, ist kalt. Mit dem kalten Eis. Noch kälter. Aber ich muss sagen, die Verteilung finde ich geil. Nicht zu viel Schokolade. Man schmeckt den Crunch. Da haben die nicht gespart. Überall Pistazie oben drauf. Also ich hatte schon schlechtere Dubai-Schokoladensachen. Nur ein Ticken wärmer. Aber ich bin noch kein Palatschinken-Experte. Was sagen Sie? Also der Palatschinken ist wirklich gut. Naja, ich hätte es mir auch wärmer erhofft. Ist okay. Seitenprofil, Leute. Bin ich voll, Leute. Ich fand's lecker, aber mein Schokoladenlimit ist erreicht. Also Leute essen das alleine, das ist schon krass. Wir haben noch nicht mal aufgegessen und wir teilen das. Wir haben beide eigentlich schon relativ genug von Süßem von Schokolade. Sieht gut aus. Ein paar Tage später, wir sind endlich da. Ihr wisst es nicht, aber ich habe ein paar Mal versucht, da den Döner des Monats zu bestellen, aber also den neuen, aber der war noch nicht ready. Jetzt haben die den endlich und ich bin sehr gehypt. Richtig gehypt bin ich, Mann. Hans Kebab, jeden Monat wieder. Geil, Leute. Neue Box, Leute. Was steht da? Enjoy your meal, bon appetit. Oh. Lass mal hier so. Ah. Das ist halt wild, Leute. Das sind meine zwei Lieblings, wie heißt das? Nicht Genre, Food-Richtungen. Japan meets Türkisch. Weißt du, Döner und Japanisch. Mein Gott, ich bin so gehypt. Wie oft waren wir jetzt hier? Über ein Jahr, das heißt öfter als 12 Mal. Ich habe eine neue Methode gefunden, einen neuen Platz, Stellplatz für euch. Nach über 12 Mal bin ich erst auf diese Idee gekommen. Krass, oder? Auf jeden Fall, so sieht er aus. Passt schön in eine Box. Größentechnisch ist er jetzt kleiner als der normale Döner des Monats. Was kein Problem ist, weil diesmal gibt es mit Pommes und Getränk. Also die haben echt an alles gedacht. Weil sonst hätten die Leute gesagt, boah, diesmal kleiner, dies, das. Aber kein Problem, weil diesmal kleiner, dafür Pommes und Getränk. Und ihr wisst, wir feiern die Pommes hier. Das ist der erste Döner des Monats, den ich freiwillig öfter als einmal esse. Ah, ah, ah.
Ich hab gar nicht gelesen, was da drauf ist. Fleisch, Zwiebeln, circa Chilis, Sumak, Chili Cheese, Gewürze, Soßen. Also drinnen ist gar nicht so viel Wildes. Ist halt die Kombo mit dem Brot. Letzten Monat, oberster, das war mein bester, also mein Favorit, der beste Döner des Monats. Die neue Nummer 1 wurde direkt einen Monat danach entthront. Was ist die neue Nummer 1? Also Dönerfreaks, die oldschool sind, die altmodisch sind, klassisch. Die sagen, hey, das ist kein Döner, kann ich verstehen, der schmeckt wie so ein Philly Cheesesteak. Also die Sache ist, er schmeckt halt geil. Brot leicht süß, so wie es sein soll, aber nicht störend. Ich würde den jetzt direkt nochmal bestellen. Ich würde den morgen direkt nochmal bestellen. Vor allem mit Pommes und Getränk würde ich hier in der Nähe arbeiten. Ich würde den jeden Tag diesen Monat bestellen. Arbeitskollegen so, das Mittagessen, wo gehen wir essen? Ja, Hans Weber, wo sonst? Döner des Monats. Das trifft auch meinen Geschmack maximal. Das ist so, als hätte der den für mich kreiert. Geil. Geil. Was denkt ihr euch? Oh, du hast bestimmt Kooperation mit denen, deswegen hypst du so. Nein. Der einzige Dönerladen, mit dem ich Kooperation habe, ist Lucanta. Lucanta auf die 1. Verbreitet die Botschaft. Lucanta. Nee, feier die Pommes hier. Nicht mein letztes Mal. Ich sehe schon kommen. Wenn ich dieses Video hier hochlade, das Real, TikTok, die Kommentare, oh, das ist doch kein Döner. Das kann man doch kein Döner nennen. Nur im Fladenbrot, das ist ein richtiger Döner. Ist das Dönerfleisch? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut seht. Obwohl 4 Uhr ist, ist es schon stockdunkel fast. Bombe Gewürz. Ist so geil, Mann. Also wer auf Döner steht, wer auf Philly Cheese steht, wer auf geile Sandwiches steht. Mhm. Mein Gott. Stellt euch vor, ihr haut so einen Knaller raus. Wie letzten Monat. Dann übertrefft ihr euch einfach nochmal. Personal Record gebrochen. Das für zu Hause, für meine Sammlung. Also größentechnisch könnte ich direkt noch einen vertragen. Ich bin nicht mal so hungrig gekommen. Aber alles cool, wir haben noch Pommes. Geschmack nicht Bombe. Ah ja, erinnert mehr an einen Philly Cheese Steak. Aber ist doch nicht schlecht. Philly Cheesesteaks sind ja geil. Also wenn ich das jetzt mit allen Philly Cheesesteaks in München, die ich getestet habe, vergleichen würde, würde der die Nummer 1 sein. Also der holt sich nicht nur den Titel bester Döner des Monats bisher, sondern auch bestes Philly Cheesesteak in München. Starker Döner des Monats, auch wenn einige von euch sagen würden, ja, das war kein Döner. Kann ich verstehen, aber
Am Ende des Tages, das hat sehr gut geschmeckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, das kommt fest auf die Karte. Vor allem ist es halt unique, einzigartig und das ist halt immer geil. Auch sehr gute Portion. Auch wenn es kleiner ist als der normale Döner des Monats. Manchmal ist der Döner des Monats mir zu viel. Und erst recht, wenn man Bock auf Pommes hat. Deswegen, ich meine, 14,50 für ein Sandwich oder was zu essen. Also Hauptmahlzeit plus Pommes und Getränk. Kann man machen, ist okay, denke ich mal. Und Dubai-Schokoladen-Pancake. Also in Bayern nennt man sowas Palaschinken. In Österreich glaube ich auch. Keine Ahnung, wie ihr das nennt, aber es ist eher wie ein Crepe. Aber nichtsdestotrotz sehr lecker. Und ich suche weiter Dubai-Schokoladen-Desserts in München. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab für mich genau auf Instagram, TikTok. Mein nicht aktiven Kanal der Minus Business. Und ciao.